So, da bin ich immer wieder. Hütte ist am Start mit Metrola Slide. Wir sind immer noch draußen, ja, draußen an der Oberfläche und ich habe überhaupt keinen Bock, ey. Das letzte, lass uns zum letzte Flugzeug schon gehen, bevor noch ein Drohne erschreckt, kommt. Ey. Schnell! Ich habe Geschichten über diesen Ort gehört. Hier passiert seltsame Scheiße. Hey, versuch sie zu öffnen. Ich gebe dir Deckung. Danke, dass ich sie öffnen darf. Klemmt? Ach, verdammt. Lass es uns zusammen probieren. So. Wir machen gerade jetzt, ich weiß nicht, wir machen so viel Lärm, dass wir aufmerksam machen auf uns. Sieh mal, Artyom. Verlier hier drin nicht den Verstand, ja? Okay, lass uns gehen. Das ist scheiße, Alter. Ein Ranger hat mir gesagt, dass dies ein Flug von Mallorca war. Familien, die aus dem Urlaub kamen, weißt du? Mm. Weißt du, Artyom, ich war nie am Meer. Scheiße, Alter. Ja. Das ist böse einfach nur. Hat nicht sein sollen. Oh, Kinder sogar, mich, Alter. Ich weiß nicht, ich fühle mich komisch. Ich fühle mich auch komisch, Pavel. Kumpel, siehst du auch diese Scheiße? Ja, ja. Alter, fuck. Was ist das? Da hinten ist noch was. Meine Güte, sieh nur, die leben! Die leben nicht, Alter. Alter, fuck! Oh mein Gott! Erleben wir das jetzt alles mit, oder was? Wir verlieren Schub! Und die Motoren sind da! Flug 767x54! Mayday! Mayday! Razzi! Scheiße, der Tau ist weg! Komm, wir gehen runter! Oh mein Gott! So was ganz oben zu sehen, das ist das Nacht jetzt. So, Eintrag 1. Wir haben noch den ersten Eintrag nicht gemacht. Gelesen. Seit dem Tag, an dem wir in der Metro landeten, bin ich nur wenige Male an die Oberfläche gegangen. Die Hintergrundstrahlung ist dort zu hoch, sodass häufige Ausflüge für jene, die mutig genug sind, es zu versuchen, schwere Krankheiten zur Folge haben. Man muss an der Oberfläche ständig wachsam sein. Die Verschmutzung neigt dazu, ungleichmäßig verteilt zu sein. Es gibt Hotspots, die innerhalb von Minuten eine tödliche Dosis Strahlung verpassen können, während andere Stellen sogar bewohnbar wären, gäbe es da nicht die Monster und die unerträgliche Atmosphäre. Das Auge kann zwischen einem sicheren Ort und einem Hotspot nicht unterscheiden. Dafür benötigt man einen Gegenzähler. Man kann auch nicht ohne Gasmaske an die Oberfläche gehen. Einst gehörte die Erde uns. Heute, auch wenn ich mich noch an den Sommertag mit meiner Mutter im Garten erinnerte, kann ich kaum glauben, dass es jemals so gewesen ist. Ich kann nicht glauben, dass ich einmal in einem dieser riesigen Häuser gewohnt habe, die für Tag in den Himmel ragen. Es ist, als wenn die Metro schon immer mein Zuhause gewesen sei. Trotzdem vermisse ich die Welt, die wir verloren haben. Eintrag 2. Die Rote Linie ist eine der größten und stärksten Staaten der Metro und besetzt fast eine ganze Linie. Doch solange ich mich erinnern kann, haben die Roten immer gepredigt, dass es ihr Ziel ist, der gesamten Metro den Kommunismus zu bringen, einer zerstörten Stadt wieder aufzubauen und auf den Idealen von Gleichheit und Gerechtigkeit basieren. Das Problem ist, dass
sich die unabhängigen Stationen so gut es geht von der roten Linie fernhalten. Das bedeutet, dass eine Wiederherstellung nicht möglich ist. Ja, die roten Rauch. Sind eine Linie. Zu viel Rauch! Machen, das ist regelhefter Rauch. Ich bin froh, dass ich mit dem selbst wenn er rot ist. Setz deine Gasmaske wieder auf, Junge. Artyom, ach Nils, wenn du mich nicht geweckt hättest, wäre ich vermutlich erstickt. Wie die anderen hier. Lass uns sofort von hier verschwinden. Artyom, nach rechts. Ich glaube, der Eingang befindet sich hinter dem Gebäude. Scheiße! Ein Dämon! Mach ihn kalt! Mach ihn kalt! Das war auf jeden Fall schon mal eine bessere Kassel. Fuck, Alter. Was soll ich denn machen? Verdammte Dämonen! Mann, du schuldest mir was! Hätte ich ihn überhaupt töten können? Seien wir mal ehrlich. Alle, komm mal hoch. Warte mal. Verdammte Telepathen! Kaum sind wir vom Flugzeug weg und schon fast da! Geht doch nicht. Mach dich bereit! Wir kommen auf die oberen Etage! Der Eingang zum Theater ist hinter der nächsten Ecke. Wir müssen los, sofort. Hallo. Mir nach, schneller, schneller. Los, Scheiße. Komm her. Los. Hilf mir mal. Schneller, es kommen noch mehr. Verdammt, wir müssen den Eingang finden. Was ist das, Alter? Boah, Alter, das hat's so geschafft, ey, oder? Scheiße, es sind zu viele! Wir müssen die Station warnen! Geh zur Rollschreppe! Beeilung, schnell! Runter, die sind immer noch hinter uns her! Boah, nein! Aufmachen! Gott verdammt! Ich bin doch schon. Schneller auf! Da kann ich nicht mehr raus. Noch eine! Oh fuck! Ich hasse dich, Alter. Schon alles auf den Mund, Alter. Oh, der Tor leckt, der Tor leckt. Rein, Bewegung! Fuck, Alter, ich bin tot. Ein Kinderspiel, was? Alter, Scheiße, ey, was geht ab, ey? Unser kurzer Besuch in Tokio. Fast wären wir gestorben hier auch noch, ey. In der Vergangenheit ist vorbei. Pavel und ich haben uns gegenseitig ja, ein Kinderspiel, geholfen, ey. Und kehren nun als echte Partner in die Metro zurück. Anders kann man die Wüste da oben nicht überleben. Aber vor uns liegt jetzt eine belebte Station, das Theater. Es liegt sehr nah an der Polis.
Wenn Pavel es schafft, mich an den Wachposten der roten Linie vorbeizuschleusen, dann bin ich in weniger als einer Stunde zu Hause. Okay, komm rein. Tut mir leid. Gefährliche Zeiten, nicht wahr? Wir wollen bald nach oben. Sind da Telepathen in der Nähe? Wir hatten Glück, es hierher zu schaffen. Mal schauen, ob das auch so alles klappt, ey. Im Flugzeugwrack ist ein Nest. Kein Wunder, dass ich heute so schlecht geträumt habe. Ach, du willst einen Albtraum? Na, der wartet da oben auf dich. Er gibt keinen Sinn, mit nur drei Männern zu gehen. Um ein Nest zu räumen, brauchen wir mehrere. Du bist in Ordnung. Komm rein. Mindestens. Und jetzt geht ihr nicht. Wir müssen erst die Männer zusammenbringen. Artyomitsch, wenn du Kultur erleben willst, das Bolschoi-Theater ist über uns. Alle Schauspieler, die überlebt haben, sind hier. Die Leute kommen aus der ganzen Metro, um ihre Aufführung zu sehen. Mal schauen, was hier alles so abgeht, ey. Oder was wir alles so erleben. Die erhöhen ständig die Normen. Letztes Mal waren es unsere Nachbarn. Dieses Mal sind wir es. Wird nicht mehr lange dauern, bis unser Anführer... Also, die Station, neben der hier, ist der Platz der Revolution. Eine von unseren. Rot. Und der Platz der Revolution ist einen Katzensprung von der Polis entfernt. Also werde ich mich als guter Kommunist für dich verbürgen. Die werden dich durchlassen müssen. Und dann bist du in 0, nichts zu Hause. Seid ihr diejenigen von denen, die uns gerade erzählt haben? Ja, sind wir. Klasse, dann kommt rein. Also Artyom, schau dich um. Hier gibt es viel zu sehen. Ich rede mit meinen Leuten und komm wieder zu dir. Willkommen und ruht euch aus. Aber Sie verstehen doch, dass wir hier nicht ewig warten können. Also ich habe die Regeln nicht gemacht, ja? Okay, dann gehe ich einfach mal durch und guck mich mal hier um. Und mal schauen, was so abgeht. Was geht ab hier? Oh. Patronen für den letzten überlebenden Theaterkritiker. Patronen. Kann hier hoch anscheinend, oder? Nee, kann man nicht. Okay, der ist betrunken. Ah, junger Mann, wie Suchkopf. Sehr hat dir mein geisterliches Schild gefallen? In dieser U-Bahn ist für jeden Platz, für Mörder, Noten, Tyrannen, Geldwechsler und sogar für Bauern. Alle sind hier willkommen. Selbst lausige Schauspieler. Nee, eigentlich nicht, aber... Ich lebe am Theater, wo wir das Miasma des verfallenden Bolschoi-Theaters atmen. Diese Station ist mit den Geistern der Oper überbevölkert. Aber ist hier auch Platz für den besten Kritiker unseres einst so großen Landes? Teufel, nein! Ich sage die Wahrheit und werde mit Beleidigungen und Armut bezahlt. Ich sage, ihr seid eine Schande für den Namen des Bolschois. Und die Antworten, das Bolschoi gehört jetzt uns, uns allein. Die sind immun gegen Kritik. Die ziehen Geld der Kunst vor. Und diese armen Seelen, die durch die ganze Metro reisen, um das ruhmreiche Bolschoi zu sehen, werden für dumm verkauft. Die sagen, dass Kunst nur die Wohlgenährten interessiert. Aber, mein junger Freund, ich sage, dass selbst die Hungrigen Kunst brauchen. Denn über Erhabenes nachzudenken, dämpft den Schmerz des leeren Magens. Doch leider ist wahre Kunst schon seit 20 Jahren verschwunden. Übrig geblieben ist profaner Müll. Und so bleibt mein Hunger bestehen. Würdest du das, was wir verloren haben, vielleicht durch die Spende einer Patrone ehren? Also gibt es doch noch Männer, nicht nur Marionetten. Schon wieder? Ach, komm. Ich verabscheue mich selbst. Hier sitzen wir mit Gästen von Festbeleuchtung, während überall um uns herum steht. Ah, danke! Habe ich Ihnen jetzt zweimal geholfen? Einmal mir das Geschwätz angehört und einmal so. Ich
würde gar nicht. Ich hoffe, es ist wirklich nur eine. Ich glaube, ich war mal hier, oder? Ich habe irgendwie ein Déjà-vu, dass ich hier schon mal war. Ein Gläschen Mondschein und eine Aufführung wärmen schon selbst. Oh, komm, muss ich irgendwas hier holen? Anscheinend kann man sich hier nichts holen. Jo. Alter, das sieht so komisch aus, Junge. Schauen. Oh, Gitarre. Tut mir leid, Katja. Tut mir leid. Warum? Was ist passiert? Was geht hier ab? Wie? Wir waren auf dem Boden. Da erschien ein Dämon. Wir sind alle auf den Boden und haben auf den Dämon geschossen, bis er floh. Niemand bekam noch was passiert denn, hm? Aber Vitya stand nicht auf. Seine Maske, sie war an einem Stein aufgebrochen. Und ihr habt ihn dort zum Sterben zurückgelassen? Nein, Katja. Wir haben versucht, ihn zu retten. Aber es war zu spät. Der Stolz von Russland, nein. Die Legende der Metro. Vitya. Noch heute Abend. Ein einmaliges Programm. Eine gute Stelle. Wir haben weiße Steine auf das Grab gelegt. Ja, zeig uns welche, die wir kennen. Verpassen Sie nicht. Gehören Sie zu den wenigen. Wow, das ist mal ein Dämon. Es gibt nicht mehr viele. Es tut mir schon leid irgendwie für die irgendwie. Ja, es ist ein Schreck. Oh, Schattenspieler. Papa, das ist der Schattenstarke. Wenn er besorgt mir davon, wenn er seinen Papa hat schon viele Dämonen gesehen. Mein Papa ist Pilot. Boah, Alter. Siehst du ein Dämon, oder? Nun, das ist in Ordnung. Lassen wir es einen Dämon sein, aber früher gab es mal... Hatte, kann er noch irgendwas anderes? Vögel? Ist das so etwas wie Dämonen? Nein, sie waren wunderschön. Manche waren groß, aber kleiner als Dämonen. Vögel haben keine Leute angegriffen. Die haben einen morgens nur mit ihren Niedern geweckt. Und was für ein Tier ist das da? Könnte das ein Nosalis sein? Die Nase ist alle. Vielleicht kommt da der Spasti wieder. Komm nicht. Sergej, hat dein Papa dir von Tieren wie dem hier erzählt? Nein, und er war überall. Selbst in der Bibliothek. Sogar im Park. Er hat einmal einen Bären gesehen. Ist das ein Bär, Onkel Mischa? Es ist ein Elefant. So einen hast du in diesem Elefanten Buch schon mal gesehen. Gruselig? Könnten Dinosaurier sein, was von ihnen übrig ist? Ja, ehrlich gesagt, ich will mir das jetzt nicht weiter anhören, tut mir leid. Das sind die ganzen Metro-Bücher. Metro 35 gibt's auch. Das heißt, dass eventuell doch ein Nachfolger sein können. Dass ein dritter Teil vielleicht eventuell rauskommt. Oh, hier ist ein Mark. Sehr schön. Jawohl. Diese Patronen sind gut, auch wenn sie hart gemacht sind. Gibt's ja, aber ja, da. Wir können immer noch stocken. Munition. Kein Kratzer und kein Rost. Sie hilft ich garantiert. Noch Geld für drei Tage. Die Getränke gehen also auf mich. 180, nehmen wir. Die werden deine Feinde also, bestimmt zum Schwitzen bringen. Viel Glück. So, gehen wir erstmal zurück. Guck mal da. Brauchen wir nicht. So, richtig. Können wir nichts kaufen? Was gibt's hier so? Ha! Die ganze Scheiße hier mit diesen. Mit diesen, oh. Oh. Was ist für eine Waffe hier? Anpassen! Ein Stück Militärtechnik, also vorgesehen, ein Nachtsichtgerät ermöglicht einen präzisen Treffer von Zielen in der Dunkelheit. Diese Optik ist auch lustig. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ob wir nochmal in den Dunkeln gehen oder nicht. Ach komm, ey. Give a fuck, ey. Sag ich jetzt nochmal. Hallo? Munition und Ausrüstung zu verkaufen. Patronentausch.
dich hier selbst verteidigen. So Leute, haben wir uns erstmal unsere Waffe schön aufgequippt und ihr habt auch den Timer gehört. Und dann würde ich sagen, Leute, wir hören uns zum nächsten Mal bei Metro Last Light und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Tschaußen.